Herzlich willkommen auf dem YouTube-Kanal. Ich bin Varaya von Varaya Loves Paper und ich habe euch hier etwas ganz Besonderes mitgebracht. Und zwar möchte ich euch vorstellen, das erste Teil von unserer Tauschaktion unserer kleinen Bastelcrew. Wir sind sieben und wir sieben schicken uns gegenseitig jeweils eine Signatur. Das heißt, jeder kriegt eine Signatur von mir, ich kriege von jedem eine Signatur. Das heißt, jeder von uns hat am Ende des Tages, am Ende wahrscheinlich des Sommers, sechs Signaturen für ein Journal. So. Und dieses eine Journal, das muss man sich natürlich noch selber bauen, also jedenfalls das Cover. Oder sich das irgendwie bauen lassen, das ist natürlich auch eine Möglichkeit. Heute möchte ich euch hier die erste Signatur, die ich bekommen habe, vorstellen. Und zwar habe ich die von der lieben Jessie bekommen. Jessie von One More Vintage Design. Ich verlinke euch ihren Kanal. Und die hat sich hier total die schöne Signatur erlaubt, mir zu schicken. Ich freue mich sehr. Am Ende des Videos möchte ich euch noch zeigen, welches Cover ich dafür auserkoren habe. Und ja, ich werde es einmal kurz mit euch vorbereiten. Vorbereiten heißt einfach nur wirklich Papier raus, Buchdeckel einmal in Augenschein genommen und dann, ja, was soll ich sagen, wird es ein weiteres Video geben, in dem ich dann das Cover gestalte und bearbeite. Heute ist aber hier der Hauptfokus auf die erste Signatur. Und die ist so richtig schön, wenn man sich die hier anguckt, ist die richtig schön vintagig. So, wir haben für uns festgelegt, es wird eine Signatur, wie wir sie immer machen. Der eine macht dickere, der andere macht dünnere. Viel oder wenig gestaltet. Manch einer hat sich Themen gewünscht, andere eigentlich nicht. Und wir haben gesagt, wir nehmen DIN A5 als Maß der Dinge. Weil DIN A5 kann einfach jeder bearbeiten, verarbeiten. Und dann haben wir einfach, sag mal, sehr ähnlich oder gleich große Signaturen, die wir dann in das Journal mit einbauen. Das war der Plan. So. Und ihr seht in meinem Kanal auch einige andere Kanäle verlinkt auf der Startseite bei mir. Und ja, die alle nehmen teil und auch ein paar weitere, die keinen YouTube-Kanal haben. Das heißt, es werden im Endeffekt sechs Signaturen. Ich werde sie alle hier vorstellen. Jessie hat diese Signatur hier auch schon vorgestellt, als sie sie quasi abgeschickt hat. Allerdings hat sie, glaube ich, mit den Goodies nicht vorgestellt, wenn ich mich recht entsinne. Ich werde euch jetzt nicht lange auf die Folter spannen. Lasst uns hier mal zusammen reinschauen. Und ich werde das Ganze ein bisschen schnell Durchlauf machen, weil ich denke mal oder hoffe mal, dass ihr bei Jessie schon auf dem Kanal geschaut habt. Falls nicht, macht das gerne. Es lohnt sich in jedem Fall, weil sie immer super coole Ideen hat. So, wir waren schon dabei. Eine Vintage-Signatur. Und ganz ehrlich, ich werde dieses Journal benutzen und wirklich reinschreiben. Und jetzt hat sie mir hier kleine Bildchen und Tickets mit reingepackt. Ja, genau. Und das ist total schön. Ich liebe diese Vintage-Blumen. Und das ist sogar so ein Doppelpapier zum Schreiben. Das Ganze wohnt auf einem Umschlag. Auf einer Karte wohnt es. Ah, cool. Eine Vintage-Karte. Mit Washi-Tape hier an die Seite getaped. Mann, mit meinem Washi-Tape kann ich mich echt verstecken. So, hier. Ich fürchte fast, dass das einer meiner Kater war. Aber es ist ein Junk-Journal, ne? Weil ich habe sie nämlich schon auf die Fensterbank gelegt und hier schon vorbereitet, dass ich dieses Video drehen kann. Aber im Endeffekt, ja, ist wahrscheinlich hier Kater versehrt. Ich habe schöne Sticker, dann mache ich da einen drüber. Das wird ja dann auch noch von jedem weitergestaltet. So, was haben wir hier Feines? Hier haben wir einen wunderschönen, feinen Paperclip mit einem Schmetterling. Ich liebe Schmetterlinge, das passt mega gut. Und ich habe natürlich schon vorher mal durch die Signatur geblättert. Ich konnte nicht anders, Leute. Guck mal hier. Da habe ich gleich direkt einen weitergeblättert. Hier oben kann man alles so ein bisschen bewegen und rausziehen. Hier ist wieder so eine wunderschöne Karte. Täschchen und genäht. Ja, ich liebe das. Also ich komme gerade an meine Nähmaschine nicht dran. Ich hoffe, dass die anderen Mädels nicht Genähtes von mir erwarten. Sonst könnte ich sie vielleicht enttäuschen. Auch hier wieder schöne Blumen. Ja, also Jessie weiß, dass ich Natur gerne mag. Vintage sowieso, das ist ganz klar. Also von daher, hier ist mega cool. Ich glaube sogar, ich weiß, woher sie dieses Buch hat. Hier ist Edith Holden. Ja, und hier hat sie die ganzen kleinen Labelchen an die Seite gemacht oder Tabs. Oh, gefallen.
guck mal einer an. Hier haben wir ein bisschen Vintage-Papier, das man dann natürlich schön im Journal verteilen kann. Und dann noch ein bisschen was draufschreiben. Oder vielleicht nochmal eine Pocket draus bauen oder was auch immer. Ich werde mir da was Schönes einfallen lassen. Und da hat sie ganz altes Papier genommen, hier ganz altes Buchpapier. Das mache ich erstmal wieder schön rein. Und das hier ist doch garantiert so ein toller Goodie-Umschlag, ne? Ich guck doch. Oh, es pustet mir schon entgegen. Oh ja, ein schönes Wachssiegel, bestimmt aus dem Piraten-Set. Da hat sie garantiert dieses schöne Siegel her. Und zwei wunderschöne Schlüssel. Oh ja, wie fein. Coole Sache. Das werde ich aber direkt, also ich werde die Signaturen jetzt nicht irgendwie irgendwas rausnehmen, reinpacken, irgendwas, bis ich nicht alle beieinander habe und alle in das große Cover reingepackt habe. Die Geräusche hinter mir ist mein Mann, der irgendwie telefoniert. Das kann schon mal vorkommen. So, hier haben wir... Ah, das ist nur rund abgeschnitten. Ich dachte schon, das sah aus wie so ein Saattütchen. Ja, das ist auf jeden Fall schon mal eine sehr coole Form. Oh nee, okay. Ja, da kann ich ja richtig was draus machen. So, und auch hier haben wir noch so ein paar schöne Tags, ein paar Vintage-Tags. Schön mit Rosen und Schmetterlingen, die gehen immer. Und so richtig schön abgeranzte Kante von einem Umschlag. Tja, und der Umschlag, der wohnt hier. Ja, sehr geil. Die Dame mit der Brille, könnt ihr das sehen? Ne? Ja, ne? Coole Sache. Und ein Wegweiser, ein deutscher Wegweiser. Mhm. Ja, das ist doch schon mal sehr cool. Ja. Und das ist hier halt der schöne Umschlag. Ja, das mache ich auch immer gerne hier auf die Kante kleben. Oh, ich habe so tolle Ideen, Mädels. Ich habe noch nicht angefangen, muss ich dazu gestehen. Jessie ist wirklich die Zauberfee Ratzenfatz. Ich habe mit den Signaturen noch nicht angefangen. Ich habe immerhin schon mal mein gefärbtes Papier gezählt. Soweit bin ich schon. Ach, wir haben da wieder ein kleines Register mit einem Vintage-Mädel. Schön schwarz-weiß. Und ein kleines Tag. Und ein Tag im Tag. Ja, das ist ja mal cool. Ein Ticket-Tag. Total süß. Und die läuft jetzt wieder hier dran. Wenn man das hier so ein bisschen an der Seite steckt, dann kann man hier sogar so ein kleines Register noch ein bisschen rausschauen. Vor dem Löwenzahn noch. Schön gestempelt hat sie auch. Ach, wie fein. Ja, ein bisschen Rechnungspapier. Also, ich will ja ein bisschen spoilern. Ne? Ein Müh werde ich spoilern. Ein Müh spoiler ich jetzt. Und zwar habe ich mir vorgenommen, dass ich in Schweden die Flohmärkte durchforste. Und dort ein paar richtig schöne, tolle Originale. Oh, das ist eine Tarotkarte, ne? Ja, sieht so aus wie fein. Cool. Oh, und ein schönes, tolles Aquarell von Kornblum. Ja, also ich möchte für die Mädels die schwedischen Flohmärkte durchkämmen. Und bin sehr gespannt, was ich dort finde. Ob ich dort nämlich die Signaturen für die anderen einfach zusammenstellen kann. Weil manchmal hat man Glück und findet auf den Flohmärkten die tollsten, coolsten, feinsten Sachen. Oh, guck mal, muss man überall irgendwas rauszupfen und irgendwas damit machen. Wie toll. Wie toll, freu. Ja, das wäre so meine Urlaubsbeschäftigung. Oh, hier poltern hier schon die kleinen Goodies raus. Was bist du denn? Oh, das ist was zum Füllen. Da kann man bestimmt mit Siegelwachs füllen. Oh, 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 es kommt mir entgegen. Oh ja, oh, nicht runterfallen. Ah, genau. Ich weiß nicht, wie diese Hüllen heißen. Aber im Endeffekt macht man ja sowas da draus, ne? So eine Kamee. Ja, und das schöne Siegel. Oh, da kann ich aber ganz tolle Sachen mitmachen. Das ist ja toll. Ja, und solche Kleinigkeiten, so süße kleine Anhängerchen und alles, was man in so einer geschenkten Signatur findet, das ist natürlich eine mega Überraschung. Und den Umschlag habe ich tatsächlich noch nicht aufgemacht. Also ich habe ja schon mal durchgeblättert, ne? Aber nur ganz, ganz lose. Achso, du hast auch noch hier gewohnt. So.
Ich habe nur ganz lose kurz durchgeblättert und nicht, bin jetzt nicht ins jede, in das ganze Detail gegangen. Das mache ich jetzt mit euch. Das schöne, super schön gefärbte Papier. Oh ja, das ist hier eins von Jessys Spezialgebieten. Kann man das hier vernünftig sehen? So, wir haben Blumen. Wenn man das hochzieht, sieht man einen Schmetterling. Ja, und hier an der Seite hat man immer noch so diese kleinen Teilchen. Das sieht auf jeden Fall mega aus. So, und hier ist, achso, das ist der Schmetterling, der darf da drin wohnen bleiben. Wahrscheinlich kann man den auch wirklich rausziehen und ändern, also quasi das Bild innen ändern. Das will ich gar nicht. Das ist super schön. Aber hier haben wir Hopfen. Jo, Hopfen. Hopfen ist wichtig. Oh, ich hab vorhin eine Mücke erwischt hier. Und hier ist noch so ein süßer, kleiner, halbrunder Block. Der ist sehr cool. Das ist immer eine gute Idee. Ich bin noch nicht drauf gekommen, so halbrunde Blöcke zu machen. Der, ach, das ist ja ein Paperclip. Ah, das ist ja der Wahnsinn. Ja, ich habe auch Jessys Video ein bisschen geschaut. Dann dachte ich mir, oh, wenn ich das ganz schaue und im Detail da durchgehe, dann habe ich mir quasi selbst die Überraschung vergeigt, das selber durchzublättern. Deswegen habe ich so ein bisschen angefangen und dachte so, ach weißt du, ich gucke mir einfach die Videos für die anderen richtig an. Aber ihr könnt das natürlich machen. Da wird euch Jessie vielleicht nochmal erzählen, was sie sich wie wo dabei gedacht hat. Und nachdem ich das selber im Detail hier durchgeblättert habe, werde ich mir das bestimmt auch nochmal ganz genüsslich reinhauen. Oh ja, guckt mal. Hier ist ein richtig schöner, stabiler Umschlag, ja, gut zugemacht. Und solche Umschläge und solche kleinen Kästchen, oh ja, guck an, die kann Jess ja immer besonders gut. Oh, schöne Vintage-Bilder, wie süß. Ich finde auch, sie hat ein so ein Video, wo sie mal so Umschlagkästchen macht. Die haben auch einen bestimmten Namen, den ich schon wieder vergessen habe. Das heißt, es ist auch so ähnlich. Man macht den Umschlag auf, klappt das hoch und dann hat man hier wirklich so eine richtige kleine Kiste drin. Und an den Teilen habe ich meine ganzen Sticker drin. Das heißt, ich habe mir die Idee von Jessie gemobst und habe meine ganzen Sticker in solchen kleinen Umschlagkistchen. Ja, und herrlich. Ein bunter Bienengarten. Das ist toll. Die werde ich mal schön bei mir hier ins Beet streuen. Ja, und ein super schöner Schmetterlings. Eine super schöne Schmetterlingskarte ist das, ja. Ja, fein. Ich freue mich total. Wir haben Natur, wir haben Vintage. Was braucht man mehr? Allerdings werde ich, glaube ich, zusammen, bevor ich es einbinde, tatsächlich benutzen. Weil noch kann man ja schöne Wildblumenwiese rausstreuen. Ja, großartig. Vielen Dank, liebe Jessie. Ich hoffe auch, dass du das Video schaust oder mindestens merkst, dass ich dich darin verlinke. Weil wir haben mittlerweile eine ganz schön hohe Schlagzahl an Videos, die wir raushauen. Also nicht nur Jessie, sondern auch Dani und ich und wow, Nicole auch. Wir haben, da kommt schon einiges beisammen. Deswegen, ich komme selbst noch gar nicht mehr hinterher. So, ich schaue mal eben hier auf den Wecker. Wir haben schon einige Minuten am Laufen. Ja, 13. Ich glaube, das ist, kann man noch verschmerzen. Ne? Ich lege jetzt die Signatur zur Seite und hole den Wälzer, den ich schlachten will. Dieser Brockhaus wird sterben. Nein, er wird wiederbelebt. Er bekommt ein neues Leben. Die Signaturen sind alle ein bisschen kleiner als der Brockhaus. Ne? Ich habe schon überlegt, ob ich einfach das so mache, weil jetzt so richtig reinpassen sie. Ne? Also ich habe hier nicht so viel rauszugucken, aber er ist ein bisschen zu hoch. Kann gut sein, dass ich mir den ein bisschen kürze. Nur normalerweise mache ich immer, wenn ich mir hier mal so ein anderes Cover schnappen darf. Cover, komm mal bei Fuß. Normalerweise mache ich solche Sachen. Mache ich mir Cover. Das ist also erstmal kleiner. Da würde das sehr gut reinpassen von der Tiefe und Höhe her. Ihr seht das. Also da guckt er nicht viel raus. Aber wir haben hier nur Platz für 4 Signaturen. Und das Herzchen hat doch mal ein bisschen mehr Breite, ne? Hier passen auf jeden Fall 6 Signaturen rein. Vielleicht mache ich mir sogar noch eine eigene als 7. Kann schon sein. Dafür muss ich erstmal alle beieinander haben und sie zusammenlegen und dann entscheiden, ob ich
sieben oder sechs Signaturlöcherlein hier reinmache. Ich mache wieder eine offene Bindung, weil ich mag die einfach total gerne. So wie ich das auch hier mache. Also Löcher rein und dann Strippen durch. Aber das habt ihr ja schon bei meinem Junk Journal von Anfang an. Da habt ihr schon gesehen, wie ich das mache. So, aber den allerersten Schritt habe ich euch noch nicht gezeigt. Ja, ich weiß. Jeder Junk Journaler und jeder YouTuber zeigt diesen Schritt, wie er ein Buch auseinander nimmt. Auch das werde ich jetzt tun. Werden wir mal kurz jetzt ein bisschen höher. Oh. So. Also wichtig ist bei der ganzen Klamotte, das war noch SSD drin. Ich habe mal versucht, das an den Mann zu bringen und für ein paar Euro zu verkaufen. Und dann dachte ich mir, weißt du, wenn ihr das nicht zu schätzen weißt, dann ihr wisst, dann wirst du ein Junk Journal. So, wichtig ist hier einfach ein bisschen Luft runterzubringen. Also man kann wirklich bei den meisten Büchern kann man echt in den Rücken fassen. Ihr seht, ein bisschen ziehen. Und dann einfach, man will ja eigentlich erstmal so quasi das Fleisch aus dem Buch schneiden. Das ist auch die Veganerin. Und dann, man versucht ja, ich weiß nicht, könnt ihr das sehen? Ihr könntet das durchscheinen sehen, ja, ein bisschen, ne? Also hier haben wir wirklich das lose Papier, wo kein Buchrücken hinter ist. So, und das schneide ich jetzt einmal rum. Ja, das ist ein bisschen flatterig und so weiter und so fort. Das Ding, ich kann mir gut vorstellen, dass man das hier noch wunderbar in Junk Journals benutzen kann als Buchseite. Aber das Ding darf jetzt erstmal gehen. So, was machen wir hiermit? Also erstmal ist mir das jetzt hier so ein bisschen zu wabbelig, um es direkt zu benutzen. Es hat aber eine gute Breite für die Signatur. So, was ich in jedem Fall machen werde, ist hier die Kanten mit dem Cutter rauszutrennen. Das können wir ja mal machen. So lange ist das Video ja noch nicht. Cutter-Dingens. Schön ist, wenn man das hier so ein bisschen anlehnt, dass man sich nicht das Cover an sich zerschneidet. So. Wenn man ein schönes Scharfes hat, dann funktioniert das auch ohne Probleme. So, fertig ist der Lack, jedenfalls Stufe 1. Bevor ich hier die Signaturen reinpacken würde, nein, reinpacken werde, das ist ja nicht mehr Konjunktiv, es ist ja in echt. Bevor ich sie reinpacken werde, werde ich mir nochmal gut überlegen, ob ich das Cover ein bisschen kürze, gut möglich. Und ich werde mit Sicherheit hier den Rücken verstärken. Also ich werde hier wahrscheinlich irgendwie auch so eine dünne Pappe noch mit reinkleben und ein bisschen von dem Tape. Das habt ihr schon in anderen Videos von mir gesehen können. Falls nicht, guckt nochmal nach. Wie verstärke ich den Rücken, bevor ich da wirklich so heavy-shabby Signaturen reinbaue. Ja, das hier war das erste Video meiner Tauschreihe. Also jedenfalls von den Sachen, die ich geschickt bekommen habe. Da kommen noch 5 mehr, wenn es gut läuft. Und ich werde natürlich auch noch Videos dazu machen. Zu den Zeitpunkten, wann ich hier eine Signatur fertig habe. Und natürlich werde ich die erst dann raushauen, die Videos, wenn ich die Signatur auch verschickt habe. Vielleicht lasse ich euch in der Zwischenzeit beim Materialsuchen schon mal ein bisschen mitgucken. Ich habe nämlich auf jeden Fall vor, in Schweden ein bisschen weiter zu drehen und ein paar Videos zu machen. Aber ich werde natürlich noch keine ganze Signatur verraten, selbst wenn ich sie fertig hätte. Und ich filme sie, dann kommt das Video erst, nachdem die Beschenkte das bekommen hat. Versteht sich von selbst. Überraschung soll ja nicht vorweggenommen werden. So, nun sage ich erstmal herzlichen Dank fürs Zuschauen. Schaut bei Jessie auf dem Kanal vorbei. Das lohnt sich wirklich. Und kommt auch gerne wieder zu mir. Ich hoffe, dass ich euch einen kurzweiligen Spaß bereitet habe, indem ich euch hier dran teilnehmen lasse oder teilhaben lasse, was wir so in unserer Tauschgruppe, nein, in unserer kleinen fröhlichen Bastelgruppe machen mit dieser Tauschaktion. So, nun habt erstmal einen schönen Basteltag und bis demnächst in diesem Kino.